steht am Tisch. Vater Horst Ludolf starb 61-jährig in einem Herzinfarkt. Ich mach mal für die Mutter die Pizza fertig. Mutter Marianne lebt mit im Haus, ist aber seit einiger Zeit pflegebedürftig. Peter macht jeden Mittag das Essen für die alte Dame, die am liebsten Pizza mag. Ich muss die ganze Zeit die Wurst runterholen, weil sie die nicht kauen kann. Wegen Erstickungsgefahr. Mutter, in 5 Minuten ist fertig, gell? So, sie muss runter noch. Die runter. Jetzt kommt mal das Trinken noch. Guten Tag. Freundin hat vorhin angerufen mit dem Omega. Was? Die Kotflügel und die rechte Lampe. Omega rechte Lampe, rechte Kotflügel. Genau. Ich gehe mal fragen. Anders. Alles klar. Und wenn er da hat, vielleicht noch den Blinker, den rechten. Den rechten Blinker auch. Ja, den rechten auch. Sie müssen leider draußen bleiben. Zu den heiligen Hallen der Ludolfs haben Kunden in der Regel keinen Zutritt. Ziemlich Husten heute. Ja, aber. Bitte? Ja, aber. Ja, ich weiß, da hinten gehe ich hin. Aber das ist die Lampe. Ich kann ja auch. Ja, das sind elektrische. Das dreht ihn noch um 10 und ist immer richtig schön platt. Hier haben wir die Lampe. Jawohl. Fuß 1, Fuß 2 dran. Halterung 1, Halterung 2 und sie ist nicht mal. Einwandfrei. Wunderbar. Bloß nicht fallen lassen und in der Hände klatschen. Das nächste Teil folgt. Alles klar. Ihr könnt euch ja unterhalten. Wie? Den blauen nimmst du, richtig? Ach, Astreiner Kotflügel. Nimmst du mal das auch mal derselbe in blau? Schön, gell? Noch wie aus dem Laden, neu. Nicht mal selten so gute Qualität. Jetzt haben wir noch einen Kotflügel in blau. Jawohl. Und dann muss er noch Blinker gucken, ob er noch einen Blinker hat. Ja, nein, da habt ihr das nicht schlecht. Ich gebe mal einen Ratschlag, etwas mehr Wachs rein. Ja, Opel gut, ist der König des Rostes. Der geht in die Werkstatt und geht nur da drum. Kein Problem. Da nur noch den Blinker, dann müssen wir gucken, ob er da ist. Da ist auch der alte, aber die falsche Seite. Das ist die linke Seite. Also, der ist auch der falsche. Ist der? Sag ich doch. Oh, leider nicht, wie ich schon vermutet habe. Weil ich die rechten von denen mehrere verkauft habe. Leider. Kein der. Na gut. So. Richtig kostet Kotflügel 30 und die Lampe 50, aber für dir 75, komm. Das ist ein armer Kerl jetzt und so auch, gell? Ja. Ich wechsle eben, dauert eine Minute, gell? Ja, klar. Wer bei Ludolfs einkauft, muss halt ein bisschen Geduld mitbringen. Bitte schön. Und ein wunderschönes Wochenende. Ihnen auch. Und auch ein Feiertag. Ich sag beinahe Feiertag, Donnerstag, Freitag ist letzter Tag, gell? Ja, Montag wäre besser. Ja, richtig! Tschüss! Jetzt kommt der Bauch und dann kommt der Peter. Da. So, schon wieder da. Kunde bedient, alles klar. Gestern hat einer eine Achswelle gekauft, die was, sagen wir mal, 35 Euro kostet, habe ich für 15 Euro gelassen. Das ist ein Unterschied. Über die Hälfte billiger gelassen, weil der arme Kerl sich nicht mehr leisten konnte. Sonst müsste er den Wagen stehen lassen, könnte nicht mehr nach der Arbeit nicht. Der hat ein uraltes Auto gehabt, das über 20 Jahre war. Die Leute können sich nichts mehr leisten. Und seit der Euro gekommen ist, ist ganz schlimm geworden. Man merkt, die über die Hälfte Leute haben eine richtige Armut, sind sie jetzt gekommen. Die meisten können sie nichts verkaufen oder die schämen sich, zum Beispiel, wenn sie ein kleines Teil,
was Sie nicht bezahlen können, 10 oder 15 Euro, dann sagen Sie, ich gehe zur Bank und hole das Geld. Und dann kommen Sie nicht mehr wieder, weil Sie das Geld nicht zusammenkriegen. So ist das. Und kräftig. Kurz vor 5, Zeit, die Werkstatt aufzuräumen. Es geht auf den Feierabend zu. Denk dran, Uwe, wenn ich alles zusammengefahren habe. Dann ist Feierabend, wenn der Wagen drauf ist. Sonst ist kein Feierabend. Wenn er unseren Kunde noch anruft, dann ist kein Feierabend. Dann ist der Kunde eher dran. An diesem Tag ruft niemand mehr an. Und es wird still im Reich der Ludolfs. Für Manny die Zeit, sich seinem Auto zu widmen. Den 320er Mercedes hat er vor 3 Jahren neu gekauft. Noch immer sieht der Wagen aus wie aus dem Laden. Und kein Wunder, Autopflege ist Mannys Hobby. Er kennt alle Polituren auf dem Markt und er kennt den Namen des Grauens. Haarkratzer, die auch jedes Auto hat, auch der, die sieht man bloß kaum, aber die kommen da rein. Und deswegen sollte man den Wagen nicht zu viel waschen oder auch so. Ich wasche ihn dann lieber nur einmal oder jeden zweiten Monat, im Winter etwas mehr. Aber dafür poliere ich bei jedem Waschen, poliere ich ihn nachträglich nochmal. Und das ist besser, als wenn man zu viel macht. Sonst kommen die Mikrokratzer rein. Das Auto zu fahren ist für Manny Nebensache. Einmal in der Woche geht's nach Neuwied zum Einkaufen. Das war's. Und das Auto steht nur, der poliert es immer und fährt nur ein paar Kilometer. Hauptsache das Auto kann er polieren und angucken. Das ist aber wirklich wahr. Das sind Autofanatiker.